Die Helden ist eine winzig kleine Wohnort bei Pretzfeld mit einem Pflegeheim und 5 Häusern und vor allem einer 1,5 Kilometer langen kurvigen Strecke senkrecht im Berg runter. An diesem Wochenende jetzt werden hier die deutschen Meisterschaften im Downhill-Skateboarden ausgefahren. Und wie man sieht, ist das eine ganz schön verrückte Geschichte hier. Ziemlich wagemutig und ziemlich verrückt muss man sein, wenn man sich hier mit dem Lederkombi, Integralhelm und einem Langboard die Strecke runterstürzt. Die Teilnehmer sind zwischen 7 und 49 Jahre alt und alle auf irgendeine Art und Weise Profis hier. Der erste Run ist, glaube ich, das Aufregendste. Und dann, wenn man unten ist, dann weiß man, was man hinter sich hat. Man kennt die Strecke. Es baut sich dann ab. Klar, man schaukelt sich dann immer mehr rauf. Ja, aber beim Rauffahren total entspannt. Da ist man auf Adrenalin, erzählt sich halt, hey, geil war's. Und Matthias, wie kommt man dazu, die Helden als Veranstaltungsort für deutsche Meisterschaften auszusuchen? Also ich fahre schon Longboard, seit ich 14 bin, und wo ich dann 15 war, war hier das erste Mal die deutsche Meisterschaft. Ich habe damals den Streckenposten gemacht und seit ungefähr 4 Jahren bin ich jetzt auch selbst aktiv im Weltcup und fahre Rennen mit. Und jetzt ist uns dann die Idee gekommen, einfach mal die deutsche Meisterschaft, weil es die jetzt nicht mehr gab, wieder wie damals in Helden halt nochmal neu zu veranstalten. Die 70 Teilnehmer jetzt nutzen heute den Freitag, um die Strecke kennenzulernen. Was passiert dann noch am Wochenende? Ja, also ab morgen ist dann die Qualifikation. Da fahren 3 Leute gegeneinander und die Beste von den Punkten her werden sich qualifizieren für Sonntag, für das Rennen. Dann startet definitiv am Sonntag die Beste der Beste und fahren den deutschen Meisterschaftstitel aus. Wie viele Frauen sind dabei? Ich glaube 12. Das Rennen hier ist die High-End-Version vom Longboard. Es ist wirklich sehr schnell, es ist gefährlich, man muss gute Schutzausrüstung tragen. Es gibt aber auch noch viele andere Disziplinen wie Slalomfahren, es gibt Buttboard, die Liegenfahren. Es gibt Leute, die natürlich nur von A nach B cruisen. Das sind 80% von den Longboardern. Ein Urgestein des Skateboardens sitzt jetzt gerade neben mir, Yogi Merz. Wie viele Kilometer hat er schon hinter sich? Oh, Kilometer weiß ich nicht, aber viele, viele Rennen. Vielleicht 100 Rennen oder so. Okay, das ist für den Yogi jetzt auch nicht wirklich das Problem. Yogi fährt nicht nur Skateboard, er baut auch Skateboards. Wo? Also wir sind in Löwenstein, Hößlin-Sülz. Und dort haben wir unsere Fertigung und bauen Snowboards und Downhill-Skateboards, Longboards. Generell, was unterscheidet jetzt ein Longboard für Downhill-Rennen von einem normalen Skateboard? Also zunächst mal ist es viel länger, sagt der Name ja schon. Und dann hat es viel größere Rollen und meist viel bessere Lager drin. Also es ist eher was, was Richtung Fahrzeug geht, als Richtung Skateboard. Der Eugen hat an, was alle Longboarder hier anhaben müssen, nämlich ein Lederkombi, weil wer abfliegt in der Kurve, der tut sich dann doch weh. Genau. Dein Lederkombi schaut aus, als ob du schon ein paar Mal abgeflogen wärst. Ja, ich bin schon ein paar Mal hingefallen. Der ist auch nicht mehr der neueste, den trage ich schon bald 8 oder 9 Jahre. Warum kommst du trotzdem von Stuttgart hier nach in die Helden? Weil Helden ein legendäres Rennen ist, 2005 und 2006 super viel Spaß gemacht hat und das ist eine schöne Strecke, eine wunderschöne Gegend ist und die Leute, die es organisieren, gute Freunde. The race is just the reason for the party. Okay. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme. Lesen, wissen, mitreden.